Liebe besorgte Bürger. Ach, ich denke, ich sollte dich gar nicht so nennen. Das ist schon wieder so eine von den vielen Verallgemeinerungen, die man so hört. Und die doch alle sehr fragwürdig sind. Denn du bist ja ganz bestimmt etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Niemand, den man mit all den anderen über einen Kamm scheren könnte. Dann werden solche Verallgemeinerungen ja schnell zu Schimpfwörtern. Und da geht's schon los. Ich möchte niemanden beschimpfen. Ich möchte niemanden herabwürdigen, beleidigen, kränken oder gar hassen. Ich schäme mich für die Menschen, die das tun. Und wenn ich ehrlich bin, es gibt so Momente, da bin ich schlecht drauf. Da lasse ich mich von meinen Gefühlen überwältigen. Gefühlen, mit denen ich gar nicht so richtig einverstanden bin. Und dann verfalle ich auch in solche Dummheiten. Dann erwische ich mich bei der einen oder anderen Überheblichkeit. Dann merke ich, dass ich, ohne es zu wollen, rüberkomme wie ein Oberlehrer. Dafür schäme ich mich. Und stelle mir durchaus die Frage, warum gelingt es mir nicht, das abzustellen? Ich habe unglaublich viele tolle Freunde, von denen ich sehr viel halte. Und zu meiner Überraschung sind da aber eine ganze Menge dabei, diesen Fehler auch haben, die auch sehr schnell mal wütend werden, frustriert werden und in diesem Frust dumme Dinge sagen. Dinge, die eigentlich ihrer kompletten Weltanschauung widersprechen. Ich möchte mich also bei dir entschuldigen. Dafür, dass man dich eventuell kränkt, beleidigt, als dumm hinstellt, als ungebildet hinstellt, zum Vollidioten macht. Das ist so nicht in Ordnung. Und es bringt uns auch nicht weiter.
Leben ist nicht einfach, das wissen wir alle. Und auch dir hat man es möglicherweise nicht leicht gemacht. Und ich bin ganz sicher, dass du dir immer Mühe gegeben hast, klar zu kommen. In diesem möglicherweise hier und da unglaublich schönen, aber sehr oft doch auch sehr armseligen Leben. In diesem ständig abhängig sein vom Glück. Dein Leben lang versucht, anständig zu sein und anständig zu bleiben und musst mit ansehen, wie deine liebe, heile Welt in sich zusammenfällt. Was ist eigentlich los? Mal ganz ehrlich, du weißt doch, wie es geht, oder? Du hast doch den Bogen raus. Das wundert mich ein bisschen. Ich habe das nicht geschafft. Ich bin da ehrlich. Ich habe manchmal sogar sehr übertrieben versucht, ein guter Mensch zu sein. Also das, was ich persönlich für einen guten Menschen halte, bin so jämmerlich, so kläglich gescheitert. Das Schlimme ist, der Frust über dieses Scheitern, der hat mich plötzlich genau das Gegenteil tun lassen von dem, was ich so gerne getan hätte. Durch das Scheitern bei dem Versuch, meinen Ansprüchen zu genügen, sympathisch rüberzukommen, nett, hilfsbereit, liebenswert, mein Scheitern bei diesem Versuch hat mich ausrasten lassen. Und auf die Dauer haben diese vergleichsweise doch wenigen Ausraster das Bild, das die Menschen von mir haben, viel mehr geprägt als dieser Versuch, ein netter Kumpel zu sein. Die Tatsache, dass ich die Menschen um mich herum schätze, respektiere, zu verstehen versuche, ihnen gerne helfe, uneigennützig sogar, wurde gar nicht zur Kenntnis genommen. Das geht dir möglicherweise auch so. Da fehlt dir eventuell die Bestätigung,
fehlt dir jemand, der dich mal in den Arm nimmt und sagt, Mensch, du bist einer von den Guten. Mit der Zeit verändert man sich da ein bisschen. Man sagt sich, für was das alles eigentlich? Ich streng mich da an, einer von den Netten zu sein, und am Ende bin ich immer nur der Arsch. Der sich zum Idioten macht. Und gerade dann, wenn man alt wird und das Leben nicht mehr ganz so viel für einen bereithält, allen Dingen, wenn man sich nicht rechtzeitig umgeschaut hat, wie man denn das Alter spannend machen kann. Wie man auch im Alter noch Freude am Leben hat. Dann wird der Frust nicht kleiner. Das, was einem als Jugendlicher am Leben erhält, nämlich diese Illusion, ein unglaublich buntes, schillerndes Leben vor sich zu haben, vielleicht sogar ein Star zu werden, ein Millionär zu werden, toller Hecht. Diese Illusion ist, seien wir ehrlich, längst dahin. Was also kann uns das Leben noch bieten? Situation ist man schnell ungerecht. Oder vielleicht sogar gerecht. Aber man hilft mit seinem Wissen, seiner Ehrlichkeit nicht unbedingt. Weil man vielleicht auch das, was man sagt, gar nicht sagt, weil man helfen will, sondern weil man Frust hat. Weil man eine tiefe Enttäuschung mit sich und der Welt in sich herumträgt. Kommen wir aber noch einmal darauf zurück, dass man dich gerne als einen Dummkopf hinstellt, wenn du deine Sorgen äußerst. Und da wollen wir einmal klipp und klar feststellen, darf jemand in einem Atemzug so ein Urteil über dich treffen? Und gleichzeitig so tun, als würde er zu den Klugen gehören, zu den Wissenden gehören. Und als
als würde er es gut mit der Welt meinen. Du bist ja auch ein Teil der Welt. Oder gehörst du jetzt plötzlich in seinem Kopf nicht mehr dazu? Kann er auf der einen Seite für Nächstenliebe plädieren und auf der anderen Seite das Gegenteil von Nächstenliebe tun, nämlich dich niedermachen? Vielleicht gehörst du ja sogar selbst zu den Menschen, die sich einbilden, man dürfe einen Menschen schlecht reden, weil er ein bisschen dumm ist. Es gibt da nämlich ein interessantes Phänomen, das du sicher auch schon beobachtet hast. Niemand ist dumm. Selbst der möglicherweise dümmste Mensch der Welt findet locker auf die Schnelle 10 Kumpels, die er für viel dümmer hält, als er selber ist. Das ist eine notwendige Überlebensstrategie. Denn ganz zweifelsohne gibt es in Sachen Intelligenz und Bildung natürlich Unterschiede. So wie es in vielen anderen Disziplinen Unterschiede gibt. Das ist doch noch wenig problematisch, denn das Grundgesetz des Universums scheint ohnehin zu sein. Es gibt nichts Gleiches. Jedes einzelne Phänomen, das das Universum hervorbringt, unterscheidet sich von allen anderen Phänomenen. Die Idioten, die uns erklären wollen, wir seien alle gleich, die haben entweder dieses Grundprinzip noch nicht erkannt oder sie meinen etwas ganz anderes. Dann sollten sie es auch sagen. Sie meinen vielleicht, wir sind zwar alle unterschiedlich, aber bitteschön, das gibt doch niemandem das Recht, sich über einen anderen zu erheben. Das gilt jetzt aber natürlich auch für dich. Niemand hat das Recht, sich über dich zu erheben, indem er dich zum Beispiel beleidigt, kränkt, erniedrigt, dir deine Würde nimmt, es an Respekt vermissen lässt, aber natürlich, was du für dich beanspruchst, das solltest du auch anderen zugestehen. Du solltest dich nicht unbedingt für etwas Besseres halten. Behalte es für dich. Es ist ja manchmal ganz gut für die Motivation. Es treibt einen an, wenn man die Idee hat, etwas Besseres zu sein oder sein zu wollen. Also mir hat es auch immer Schwung gegeben,
natürlich auch schnell den Hang zur Überheblichkeit. Zu einer völlig unbegründeten Überheblichkeit. Und das haben durchaus auch viele Leute, die ich ansonsten mag. Heißt das jetzt, dass man nicht über Intelligenz und Bildung reden darf? Damit man niemanden herabsetzt? Wir haben schon erkannt, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Aber zunächst einmal muss man über den am weitesten verbreiteten Irrtum überhaupt sich Gedanken machen. Nämlich die Frage, gibt es eine spezielle Intelligenz? Heißt, ein Mensch ist entweder intelligent oder doof? Natürlich nicht. Es gibt etwas, was ich jetzt mal mit dem sportlichen Begriff Disziplinen bezeichnen möchte. Es gibt für jedes Problem, das sich uns stellt, eine spezielle Disziplin, die uns weiterhilft. Disziplin des Denkens, Disziplin der Intelligenz, Disziplin der Information. Um es mal vereinfacht zu sagen, um einen Kuchen zu backen, brauche ich eine andere Intelligenz als ein Auto zu reparieren. Anderes Wissen, andere Information, andere Bildung und das Talent, mit all diesen Dingen richtig umzugehen. Das ist eine sehr komplexe Sache. Also ein Mensch als ziemlich dumm daherkommen, wenn man ihm den Auftrag gibt, sagen wir mal, ein Fahrrad zu fliegen. Macht das überhaupt noch jemand heute? Ich habe mich dabei immer unendlich dumm angestellt. Wie bei vielen anderen auch. Ist jemand deswegen dumm, weil er kein Fahrrad fliegen kann oder kein Kuchen backen? Das muss nicht sein. Wir sehen, selbst wenn es blödsinnige Recht gäbe, jemanden wegen mangelnder Intelligenz, mangelnder Klugheit, mangelnder Bildung, mangelnder Information zu diffamieren. Selbst dann würden wir uns sehr, sehr hart tun. Wenn der Mensch, den wir gerade diffamieren, weil er vielleicht keinen Kuchen backen kann, der kann vielleicht wunderbar mit Tieren umgehen. Und vielleicht sogar wunderbar mit Kindern. Was nun viel schwieriger.
zeigt schon, es kommt schon hier eine gewisse Wertung auf. Welcher Mensch ist jetzt wertvoller? Der, der einen guten Kuchen backen kann? Der, der ein Fahrrad flicken kann? Der, der mit kleinen Kindern gut umgeht? Wir sollten hier das Wort Wertung etwas aus der Schusslinie nehmen. Menschen sind zweifelsohne unterschiedlich brauchbar. Daher sollte ich nicht unbedingt jemanden in die Küche stellen, der noch nie einen Kuchen gebacken hat. Oder einen leckeren Schweinebraten gekocht. Sollte allerdings auch niemanden auf Kinder loslassen, der schon mit sich selbst nicht klarkommt. Auch wenn er die besten Kuchen backen kann. Wir sollten also etwas lockerer damit umgehen, dass Menschen unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedliche Talente. Und die Leute, die dich angreifen, schlecht machen, die sollten sich vielleicht als erstes mal überlegen, wie dumm, wie ungebildet, wie wenig informiert sind sie eventuell, was dieses Thema Wertung betrifft. Es sind nämlich sehr oft Menschen, die sich eine bessere Welt wünschen, wie du ja mit Sicherheit auch, und die vielleicht hervorragende Ideen haben, aber den letzten Schritt, den wichtigen Schritt, den schaffen sie nicht. Den Schritt zu sagen, unsere Leistungsgesellschaft ist ungerecht, weil sie zwei Dinge völlig außer Acht lässt. Das eine, dass man Leistungen so unterschiedlich bewertet, dass man beispielsweise einen geistig gebildeten Menschen viel höher bewertet als einen handwerklich gebildeten Menschen oder talentierten, was ja grausamste Folgen hat. Sozialen Status und sprich letzten Endes beim Geldverdienen. Wenn man in unseren Systemen anguckt, wie unterschiedlich Menschen bezahlt werden, dann schreit diese Ungerechtigkeit zum Himmel. Ausgerechnet die, die dir erzählen, sie sind die Gerechten, sie wollen eine gerechte Welt, sind nicht bereit, diesen letzten Schritt zu machen. Warum nicht?
in der Regel, weil sie von diesem ungerechten System ja profitieren. Dieses System hat ihnen die Position eingebracht, in der sie sich befinden. Eine Position mit vielen Vorrechten. Oder um das Fremdwort zu benutzen, Privilegien. Sie haben sich durchaus in diesem System ein gemütliches Nest gebaut. Indem es schön ist, indem sie es sich gut gehen lassen. Und bei aller Liebe zur Gerechtigkeit und zur Verbesserung der Welt, dieses gemütliche Nest will man sich erhalten. Da will man weiterhin geschützt drin leben. Diese Menschen sind vielleicht mitschuld an deiner Misere und wollen sich das bloß nicht eingestehen. Sie tragen eine Mitschuld daran, dass es dir nicht so gut geht. Interessant ist allerdings, dass du möglicherweise dieses System selber für gut hältst. Ja, dass du dich da möglicherweise sogar als Sittenwächter aufspielst. Dass du also nicht guckst, wo sind die, denen es besser geht als mir? Könnte man nicht eventuell die angreifen, die in Frage stellen? Mal losziehen zu einer Demo und ein bisschen Hass schüren auf die Reichen, auf die Mächtigen, auf die Intelligenten oder die, die sich für intelligent halten. Und auf alle, die sich dieses System, in dem wir leben, zunutze machen, um es sich gut gehen zu lassen. Weil statt das zu tun, gehst du auf die los, die genauso leiden wie du. Die vielleicht sogar noch mehr leiden. Denen es vielleicht im Gegensatz zu dir richtig dreckig geht. Ganz klar. In diesem System gibt es durchaus auch Menschen, die es sich gut gehen lassen. Schmarotzer. Ganz ehrlich, wenn ich erkennen würde, dass das System mir nichts zu geben hat,
nichts zu bieten hat. Dass ich in diesem System immer der Arsch bin. Warum soll ich mich da nicht fürs Schmarotzen entscheiden? Wenn Schmarotzen die einzige Möglichkeit ist, die ich habe, um solch einem System noch ein bisschen was Positives abzugewinnen, ja, dann schmarotze ich halt, es ist doch genug Geld für mich da. Das System verträgt doch ein paar Schmarotzer mehr oder weniger. Was dich ärgert, ist ja, und jetzt sagen wir ganz ehrlich, schau mal tief in dich hinein. Was dich ärgert, ist, dass du zu anständig bist zum Schmarotzen. Und damit du das nicht zugeben musst, damit du dir das nicht eingestehen musst, machst du die Schmarotzer schlecht. Stellst dich auf die Seite des Systems. Ja, du gehst vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Du möchtest diese Grundgedanken des Systems sogar noch stabilisieren. Du möchtest noch viel konsequenter unterscheiden zwischen guten Menschen und zwischen schlechten Menschen, als das System es ohnehin schon tut. Dieses ganze Gesülze von wegen, der hatte eine schlechte Kindheit, ein schlechtes Elternhaus, eine schlechte Bildung oder keinen Zugang zur Bildung und. Das geht dir auf die Eier. Hattest du doch auch alles. Hast du alles durchgemacht. Den Rüpel von Vater. Dumm daher schwitzende Mutter, die verständnislosen Lehrer, der blödsinnige Unterrichtsstoff, die fiesen Freunde, wunderbare Klischees, die einem da wie ein Film der geistigen Leinwand erscheinen. Hast du alles mitgemacht und bist trotzdem ein anständiger Mensch geblieben? Hast nie am System gezweifelt? Nie an dem, was dir Vater, Mutter, Lehrer, Pfarrer beigebracht haben, obwohl wir gerade eben schon festgestellt haben, das waren vermutlich zumindest teilweise nicht die hellsten, nicht die ehrlichsten, nicht die, die es unbedingt mit dir gut gemeint haben, die ihre eigenen Sorgen hatten und ihre eigenen Interessen. Also nicht nur Teil dieses fragwürdigen Systems, unter dem du es leider nicht zu dem bringen konntest, was dir eigentlich zusteht,
sondern du möchtest die Sachlage noch verschärfen. Die Vorrechte, Privilegien, sollen nicht abgeschafft werden oder zumindest vermindert werden. Sondern die sollen verfestigt werden. Und damit das Ganze möglichst effektiv ist, muss man möglichst viele Menschen dabei ausklammern. Man muss ihnen von vornherein klar machen, für dich gibt es in unserem System nicht wirklich was zu holen. Du hast kein Recht auf schöne Privilegien. Ich fürchte, dass du dir damit ins eigene Fleisch schneidest. Denn schon in dem momentanen System hat man möglicherweise gar kein Herz für dich. Nach dem Motto Leben und Leben lassen, hat man dich so vor sich hin wurschteln lassen, immer so nach dem Motto, es ist eigentlich zu wenig zum Leben, aber zum Sterben dann doch wieder zu viel. Oder nach dem Motto, gebt dem Volk Brot und Spiele. Das Leben ist zwar beschissen von vorn bis hinten, aber solange der FC Bayern gewinnt, passt schon. Ich fürchte, wenn sich die politischen Kräfte durchsetzen, mit denen du so liebäugelst, dann wirst du immer mehr ausgeschmiert. Überlege dir mal, wen du bisher gewählt hast. Irgendwo bist du ja nicht zufrieden mit den ganzen Entwicklungen. Und zwar, wie ich dir sagen will, mit Recht nicht zufrieden. Da sind wir beide nämlich einer Meinung. Diese Politik hat uns nicht wirklich weitergebracht. Ich bin da vielleicht noch viel kritischer als du. Ich sehe da Schlimmes auf uns zukommen. Genau genommen sind wir schon mittendrin. Diese ganzen Geschichten mit Islam gegen Christentum, diese ganze Problematik mit den Menschen, die in unser Land kommen. Und dort auf eine
sehr unterschiedliche Willkommenskultur treffen. Ja, ich hoffe mal, ich bin da etwas zu pessimistisch. Wenn ich sogar darüber nachdenke, ob meine Kinder nicht mal wieder einen Bürgerkrieg miterleben, mitten in Deutschland. Also du siehst, ich mache mir schon auch meine Gedanken. Was ich an dir nicht verstehe, ist, dass du immer noch denkst, du bist jemand, der okay ist und alles, was du glaubst, was unter dir ist, das sind die Schmarotzer. Und du bekämpfst nicht das System, das einem Menschen, der keine Talente hat, die er in dem bestehenden System zu Geld machen kann, dafür in unmenschlicher Weise an irgendeinem Fließband zu stehen, an irgendeiner Kasse zu sitzen, wie ein Sklave. Dass du diese Menschen, die das Einzige tun, was in diesem System für sie machbar ist, nämlich versuchen zu überleben durch Schmarotzen, dass du die angreifst und dabei so ganz nebenbei unendlich viele als Schmarotzer bezeichnest, die doch gar keine sind, die selbst in diesem völlig ungerechten System versuchen, selbst noch gerecht zu sein, korrekt zu sein, anständig zu bleiben, moralisch zu handeln, dass du auf diese Menschen, auf das, was du für den Abschaum hältst, losgehst und vielleicht dabei gar nicht merkst, dass der Abschaum woanders sitzt. Was ist denn Abschaum? Ein Mensch, der, weil er riesengroßes Glück hatte, die Möglichkeiten hat, dieses System zu seinen Gunsten zu nutzen ohne Ende. Und dabei die Grenzen dessen, was ihm zusteht, Ende überschreitet. Oder einer, der sagt, dieses Leben hat mir leider nie eine Chance gegeben. Das Einzige, was dieses Leben mir beigebracht hat, ist, in dieser Kacke zu überleben, indem ich da ein bisschen bescheiße und dort ein bisschen bescheiße und mich ein bisschen rausschleiche aus dem Druck, aus der Verantwortung, aus dem unmenschlichen Leben, das man mir reindrücken will. Ich denke, es lohnt sich mal, die Frage zu stellen,
ob denn die politische Veränderung, die du möchtest, ob die dir selbst wirklich einen Fortschritt bringen würde. Da solltest du mal ein bisschen egoistisch denken. Ruhig mal an dich selber denken. Mal überlegen, ob die politischen Kräfte für die du momentan vielleicht sogar aktiv bist, ob die nicht, wenn sie durch deine Hilfe an die Macht kämen, nicht als allererstes deine Lebenssituation noch wesentlich verschlechtern würden. Denn wie wir ja täglich aus den Medien entnehmen können, das sind politische Kräfte, die ja zunächst einmal sich zu dem Thema äußern, zu dem sie dich ganz schnell eingefangen haben. Ausländer raus, scheiß Islam, scheiß Moslems, andere Hautfarben, andere Rassen, minderwertige Rassen. Glaubst du wirklich, wenn jemand an die Idee einer minderwertigen Rasse glaubt, dass er sich dann damit zufrieden gibt, die minderwertigen Rassen rauszuhalten aus unserem Land? Ehrlich gesagt, ich fürchte, sobald man soweit ist, dass die sogenannten minderwertigen Rassen oder überhaupt minderwertige Ausländer nicht zu uns kommen dürfen, sobald man da soweit ist, wird man sich sehr schnell mit den sogenannten minderwertigen Menschen in unseren eigenen Reihen beschäftigen. Derartige Grundgedanken dieser Menschen lassen sich nicht so ohne weiteres einschränken. Ausländer. Wenn so ein Grundgedanke erstmal da ist, dann gilt der ganz schnell allgemein. Und da kann es ganz schnell passieren, dass jemand nicht so eine großzügige Meinung von dir hat wie ich, sondern dass jemand sagt, so, die Drecksausländer haben wir uns vom Hals geschafft. Jetzt schauen wir uns mal dich an. Was wollen wir denn mit dir? Was bist du denn für einer? Brauchen wir dich? Oder kostest du uns nur Geld? Schau dir mal deine Situation an. Ganz unabhängig davon, dass du es mit Sicherheit verdient hättest, viel besser dazustehen, als du dastehst. Schau dir doch mal deine Situation an.
hat das bisherige System gut mit dir gemeint? Nein? Okay. Warum willst du dann unbedingt ein System stabilisieren, einrichten, vorantreiben, das ist noch viel schlechter meint mit dir? Dass sie überhaupt nicht dran denkt, auch mal auf Menschen zu gucken, die irgendwie nicht ganz so erfolgreich sind. Um erfolgreich zu sein, muss man ja nicht unbedingt ein toller Hecht sein. Man muss sich nur die Spielregeln zunutze machen, innerhalb derer man bei uns zu Erfolg kommt. Man kann ein erfolgreicher Staubsaugervertreter sein, weil man ein gutes Produkt gut verkauft. Aber wenn man nicht gut verkaufen kann und auch kein gutes Produkt zum Verkaufen hat, dann gibt es durch Schlitzohrigkeit, durch Unehrlichkeit, durch falsche Reden schwingen schon auch Möglichkeiten, trotzdem erfolgreich zu sein, halt auf Kosten derer, die man über den Tisch gezogen, die man belogen und betrogen hat. Nicht jeder Staubsaugervertreter hat das Glück, ein gutes Produkt verkaufen zu dürfen. Und dass wir auch hier an diesem Beispiel sehen, der betrügerische Staubsaugervertreter ist nicht unbedingt der Böse. Er muss halt böse sein, um zu überleben in diesem System. Und du willst nun ein System, in dem dieser Staubsaugervertreter am besten ausradiert wird, um es mal ganz brutal zu sagen, anstatt dass du dich auf die Seite dieses Menschen schlägst und sagst, okay, wo geben wir denn dem eine Chance? Der braucht sie doch auch, die Chance.